Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema und wir besprechen die Kodierung von Mercedes-Fahrzeugen, von Mercedes-Steuergeräten, Anpassung von neuen Steuergeräten, Anpassung von gebrauchten Steuergeräten, Updates. Das alles wird in diesem Video besprochen. Viele von euch sind sehr weit von uns entfernt und haben nicht die Möglichkeit, nach Hamburg zu kommen. Aber für euch ist dieses Video sicherlich auch interessant, denn wir haben eine Möglichkeit, euch auch aus der Ferne zu helfen, dass ihr nicht unbedingt nach Hamburg kommen müsst. Wenn ihr in Österreich seid, in Schweiz, in Süddeutschland und ihr nicht die Möglichkeit, hierher zu kommen, können wir euch auch aus der Ferne helfen und eure Steuergeräte kodieren. Kontaktiert uns am besten per E-Mail oder telefonisch und wir werden Lösungen finden. Natürlich ist das besser und einfacher, ein Steuergerät neu bei Mercedes zu kaufen und das Steuergerät auch bei Mercedes kodieren zu lassen. Die Kodierung bei Mercedes ist relativ komplex. Dafür haben wir hier einen originalen Mercedes-Tester, für den wir jeden Monat Lizenzgebühren bezahlen, mit so einem Diagnosekopf. Und daher haben wir auch die gleichen Möglichkeiten wie eine Niederlassung oder ein Vertragspartner, den ihr sozusagen bei euch um die Ecke habt. Wir haben auch die Möglichkeit, diebstahlrelevante Teile zu kaufen, was sehr selten ist, nur wie zum Beispiel Komponenten des Getriebes, wie die Mechatronik, ist sogar das ist eine diebstahlrelevante Komponente, die eine normale Werkstatt nicht kaufen kann oder darf. Wir schon. Aber häufig ist das leider so, dass viele Komponenten einfach nicht lieferbar sind oder sehr, sehr teuer. Das heißt zum Beispiel, durch die Inflation steigen natürlich auch die Preise für Steuergeräte. Ein Motorsteuer kann um die 2000 Euro kosten, ein Tacho um die 1,5. Wenn man sich anschaut, was die Teile gebraucht kosten, sind das meistens 10%, maximal 20% von dem Neupreis. Aber eine Mercedes-Niederlassung oder ein Vertragspartner kann gebrauchte Steuergeräte nicht anpassen. Und wenn neue nicht lieferbar sind, dann habt ihr leider Pech. Ihr müsst warten, bis die lieferbar sind. Das kann 2, 3, auch manchmal 6 Monate dauern. Und wir haben die Möglichkeit, jedes gebrauchte Steuergerät anzupassen. Natürlich gerne auch hier in Hamburg, aber auch aus der Ferne. Und wir werden in dem Video besprechen, worauf man achten muss bei den gebrauchten Steuergeräten. Wenn ihr ein gebrauchtes Steuergerät kauft, ist es natürlich wichtig, dass ihr das bei einem gewerblichen Verkäufer kauft. Denn ihr seid für das gebrauchte Steuergerät, was ihr kauft, verantwortlich. Wenn ihr das Steuergerät gekauft habt, ist es wichtig, dass es die gleiche Teilnummer hat wie das Steuergerät, was ihr hattet oder zu dem Fahrzeug passt. Aber natürlich, gleiche Teilnummer ist für euch einfacher, dass man sicher ist, das Steuergerät passt. Bei Motorsteuergeräten ist es wichtig, dass ihr ein Steuergerät kauft, das auch die gleiche Motorisierung hat. Wenn ihr zum Beispiel einen 250er D habt, dann kauft ihr eins vom 250er D, nicht von einem 220er D. Das ist immer sehr wichtig. Bei den anderen Steuergeräten spielt das keine Rolle. Hauptsache, die Teilnummer ist die gleiche. Wir werden einmal besprechen, welche Art von Kodierungen es gibt, wie man so ein Steuergerät überhaupt anpasst. Wenn es ein neues Steuergerät ist, dann ist das sehr einfach. Wir stöpseln das Steuergerät ein, wir verbinden uns mit dem Daimler-Server, wir authentifizieren uns, dass wir die Zugangsberechtigung haben und bevor wir das Steuergerät kodieren, müssen wir uns nochmal legitimieren, dass wir diejenigen sind, die das auch kodieren. Na, und dann wird das Steuergerät kodiert und dann ist das unproblematisch. Bei manchen Steuergeräten muss auch ein Update gemacht werden, bevor man das zum Beispiel kodieren kann, damit das Fahrzeug einen bestimmten Softwarestand zum Beispiel hat. Bei einem gebrauchten Steuergerät ist das komplexer. Ein gebrauchtes Steuergerät kann eine Niederlassung oder einen Vertragspartner leider nicht anpassen. Es ist schon einmal benutzt, es hat schon eine Fahrgestellnummer und dieses Steuergerät ist dann für die halt wertlos. Und wir haben aber Möglichkeiten gefunden, durch verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir diese Steuergeräte wiederverwenden können. Und diese Möglichkeit haben wir nicht nur in Hamburg, sondern diese Möglichkeit haben wir auch aus der Ferne. Es ist immer individuell, was ihr für einen Fall habt, was ihr für ein Fahrzeug habt. Manche Fälle müsst ihr uns ein Steuergerät herschicken, in manchen Fällen können wir das auch anders lösen. Deswegen kontaktiert uns am besten telefonisch oder viel einfacher per E-Mail mit ein paar Daten zu dem Fahrzeug, dem Steuergerät und ich bin mir sicher, wir werden eine Lösung für euch finden, wie wir euch helfen können. Wichtig ist einfach nur, dass man auch versteht, die Kodierung an sich bei gebrauchten Steuergeräten, weil da gibt es auch große Unterschiede. Wenn wir ein Steuergerät haben, ist natürlich die leichteste und günstigste Lösung, das Steuergerät einfach zu klonen. Das heißt, die Daten werden aus dem alten Steuergerät ausgelesen und ins neue übertragen. Hört sich an sich einfach an, ist es auch. Das Problem ist aber, dass ein defektes Steuergerät
kann viele Ursachen des Defekts haben. Eine Ursache kann zum Beispiel sein Wassereinbruch. Eine andere Ursache kann zum Beispiel sein, dass eine Komponente durchgebrannt ist. Kann sein eine kalte Lötstelle. Aber meistens ist die Ursache des Ganzen, dass der Speicher des Steuergitters einfach nach 5 oder 10 oder x Jahren einfach kaputt geht. Wie zum Beispiel bei eurer Festplatte auf dem Rechner habt ihr irgendwann fehlerhafte Sektoren. Und diese fehlerhaften Sektoren gibt es auch irgendwann in einem Steuergerät. Ob das jetzt zum Beispiel ein Tacho ist, Airbag-Steuergerät, Motorsteuergerät, ABS, völlig egal. Wenn ihr natürlich dieses Steuergerät klont, dann klont ihr natürlich die fehlerhafte Software, überträgt ihr auf ein heiles Steuergerät. Und dadurch wandert natürlich der Fehler mit. Deswegen haben wir eine andere Vorgehensweise. Wir klonen das Steuergerät nicht, sondern wir passen das Steuergerät an und dann offiziell wird das mit dem Daimler, Mercedes sozusagen Tester kodiert. Dann seid ihr sicher, dass ihr danach zu Mercedes fahren könnt. Ihr könnt bei dem Fahrzeug Updates machen, ihr könnt Kodierungen machen, ihr könnt Diagnosen machen. Ihr habt nichts zu befürchten und ihr könnt sicher sein, dass ihr den Fehler nicht mit übertragt. Ihr habt dann ein Steuergerät, wo ihr sicher sein könnt, ich kann das ausschließen. Denn der gleiche Fehler bei zwei Steuergeräten ist fast unmöglich, dass der gleiche Fehler halt wandert. Beim Klon natürlich schon. Deswegen muss man natürlich beachten, was man macht. Und entsprechend ist auch der Preis unterschiedlich. Deswegen ist eine Anpassung eines gebrauchten Steuergeräts doppelt oder manchmal auch dreimal so teuer wie die Kodierung bei dem Mercedes, sozusagen Vertragspartner oder einer Niederlassung. Weil es natürlich sehr aufwendig ist und diejenigen, die wir dafür bezahlen, die uns diese Möglichkeit geben, die lassen sich sehr gut bezahlen. Deswegen muss man das auch einfach verstehen, wenn man die Möglichkeit hat, ein neues Steuergerät zu kaufen, bei Mercedes zu kodieren, super, in jedem Fall machen. Wenn man natürlich ein gebrauchtes Steuergerät für ein Fünftel des Preises kauft, muss man verstehen, die Kodierung kostet natürlich auch etwas. Deswegen muss man schauen, was sich lohnt. Manchmal lohnt es sich lieber, ein neues Steuergerät zu kaufen und bei Mercedes kodieren zu lassen. Deswegen oder natürlich bei uns, weil wir haben die gleichen Möglichkeiten, Steuergerät zu kaufen, einbauen, kodieren. Wenn ihr Hinweise habt, Kommentare, Ideen, schreibt das gerne in die Kommentarsektion. Teilt gerne das Video, damit auch andere wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.